Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, warum das Urteil gegen die AfD vom Kölner Verwaltungsgericht irrsinnig ist. Es eine sinnlose, totalitäre Einschränkung der Meinungsfreiheit ist, die jeden betrifft, ausnahmslos jeden. Warum ist das so? Was ist der Kernpunkt von dem Urteil? Das Verwaltungsgericht sagt, die AfD habe einen ethnischen Volksbegriff und dieser ethnische Volksbegriff, er sei mit dem Grundgesetz nicht vereinbar, sozusagen. Gucken wir uns das einmal genauer an. Es ist ja so, dass sich eindeutig äußerlich verschiedene Ethnien unterscheiden. Schwarz, Weiß, Asiaten. Es ist aber so, dass die Unterschiede nicht nur äußerlich sind. Verschiedene Nationalitäten werden unterschiedliche Eigenschaften zugeschrieben. Zum Beispiel, dass die Italiener temperamentvoll sind, dass die Asiaten zurückhaltend sind und so weiter und so fort. Es ist ja allein schon innerhalb Europas so, dass den Nationen unterschiedliche Mentalitäten zugeschrieben werden. Das Entscheidende ist hierbei, dass es nicht darum geht, dass etwas besser oder schlechter ist, sondern einfach anders. Alles hat gewisse Vor- und gewisse Nachteile. Oder noch nicht mal Vor- und Nachteile, es ist eben einfach anders. Ein Asiate ist ein bisschen anders als ein Europäer, sieht ein bisschen anders aus, ist ein bisschen anders. Das kann man aber nicht kategorisieren mit besser oder schlechter. Nun ist es aber so, dass jeder Mensch unterschiedliche Präferenzen hat. Das heißt, wenn Unterschiede bestehen, dann findet der eine das besser, der andere das besser. Automatisch. Das heißt, jeder Mensch hat automatisch eine Präferenz, ob er will oder nicht. Nur wenn etwas absolut gleich ist, dann kann man es auch absolut gleich gut finden. Das heißt, jeder Mensch wird irgendetwas heimlich präferieren. Es ist jetzt aber so, nur weil man etwas präferiert, heißt es nicht, dass man andere nicht respektiert. Sondern es ist halt die eigene Meinung. Ich persönlich ekle mich vor vielen Deutschen und fühle mich vielen Ausländern viel näher als vielen Deutschen. Das ist aber meine persönliche Meinung. Es ist aber das Recht von jedem, eine bestimmte Meinung zu haben, solange er die anderen Leute respektiert. Und es ist ja so, nur wenn man jetzt sagt, man möchte in Deutschland, man möchte es fördern, dass die Deutschen unter sich bleiben, heißt es nicht, dass man dem anderen Rechte nimmt. Das ist eine Schlussfolgerung, die nicht zulässig ist. Nehmen wir ein Beispiel. Ich gebe eine Party und ich lade bestimmte Leute ein und lade bestimmte Leute nicht ein. Weil ich eben manche Leute mir sympathischer sind als andere. Nur weil ich bestimmte Leute nicht einlade, will ich sie nicht umbringen oder ich respektiere sie nicht. Sondern ich sage einfach, ich mag halt lieber die Leute. Und so ist es mit Deutschland eben auch, dass die bestimmte Leute eben sagen, wir wollen unser Land in Zukunft so und so haben. Das Entscheidende ist jetzt, dass man rechtsstaatlich bleibt. Natürlich gibt es Leute, die aktiv andere Leute umbringen wollen, benachteiligen wollen. Zum Beispiel in der Ukraine. Da wird gesprochen von einer jüdischen Russenmafia. Da werden also Ausländer gezielt als Verbrecher bezeichnet und auch verallgemeinert. Das ist tatsächlicher Extremismus. Aber wenn man sagt, man möchte jetzt eine Einwanderungspolitik machen, dass man sagt, ja, man möchte eben nicht so viel Einwanderung haben, das ist legitim und es ist eine legitime Meinung, die jeder haben kann. Wenn man so eine Meinung verbieten will, dann ist es totalitär. Aus meiner Sicht ist es ganz entscheidend, dass die AfD im Berufungsprozess auf jeden Fall in den Berufungsprozess geht und diesen Punkt zentral angreift, dass man nicht sagt, ja, wir sind doch eigentlich ganz nett oder wir sagen das doch gar nicht, sondern dass man darauf beharrt. Es ist das Recht von Höcke zu sagen, er möchte Deutschland so und so haben. Es ist das Recht von Leuten, etwas gut oder nicht gut zu finden, was sie es sowieso tun, unbewusst, und das auch zum Ausdruck zu bringen. Entscheidend ist, dass sie sich klar äußern, dass sie andere respektieren und dass sie deren Rechte achten und dass sie sie nicht benachteiligen wollen. Und all das ist bei der AfD eindeutig erfüllt. Im Programm steht es eindeutig drin, dass man sich an Rechtsstaatlichkeit hält und auch, dass man andere nicht abwertet. Es ist ja nur, weil man sagt, man will jetzt in Deutschland, will man es so und so, heißt ja nicht, dass man sagt, die anderen sind schlecht. Das ist was ganz anderes als in der Ukraine, wenn Leute von einer jüdischen Russenmafia reden. Also andere Länder oder andere Ethnien gezielt abwerten. Und solange die Leute versprechen in der AfD, dass ganz klar festgeschrieben ist, dass Fairness gewährleistet ist, dann ist das vollkommen okay. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was euch sonst so einfällt. Macht's gut.